Kapitel 13 Nicht zu Hause. Unterdessen saßen die Zwerge in der Finsternis. Tiefe Stille lastete auf ihnen. Sie aßen wenig und sprachen wenig. Sie konnten die Zeit nicht messen und wagten kaum, sich zu rühren, denn das Gewisper ihrer Stimmen klang rumorend im Tunnel wider. Schliefen sie ein, so wachten sie wieder zu Finsternis und lautloser Stille auf. Nach unzähligen Tagen des Wartens, als sie fast erstickt und betäubt vom Luftmangel waren, konnten sie es nicht länger ertragen. Selbst der Krach des zurückkehrenden Drachen wäre ihnen willkommen gewesen. Sie fürchteten, dass hinter dieser Stille eine seiner verschlagenen Teufeleien steckte, aber sie konnten nicht auf ewig hier sitzen bleiben. »Wir wollen versuchen«, sagte Thorin, »ob die Tür zu öffnen ist. Ich muss Wind auf meinem Gesicht spüren, sonst sterbe ich. Lieber von Smaug im Freien zerschmettert werden, als hier drinnen jämmerlich ersticken.« Einige Zwerge standen auf und krochen dorthin zurück, wo die Tür einmal gewesen war, aber sie fanden, dass das obere Ende des Stollens zerstört und von herabgebrochenem Fels versperrt war. Weder Schlüssel noch Zauber, die diese Tür einmal bewegt hatten, würden sie je wieder öffnen. »Wir sitzen in der Falle«, stöhnten sie. »Dies ist das Ende. Hier werden wir sterben.« Aber gerade jetzt, da die Zwerge am verzweifeltsten waren, fühlte Bilbo eine seltsame Erleichterung in seinem Herzen, als ob ein schwerer Alpdruck von ihm gewichen sei. »Kommt«, sagte er, »solange noch Leben ist, ist auch Hoffnung, wie mein Vater zu sagen pflegte. Und aller guten Dinge sind drei. Ich gehe noch einmal in den Stollen hinunter. Zweimal war ich dort, als ich wusste, dass ein Drache am anderen Ende lauerte. Und jetzt wird der dritte Versuch gewagt, da vermutlich keiner dort unten ist. Jedenfalls, der einzige Weg hinaus führt hinunter. Und diesmal, meine ich, wäre es am besten für euch, wenn ihr alle mich begleiten würdet.« In ihrer Verzweiflung stimmten sie zu, und Thorin war der Erste, der an Bilbos Seite hinabging. »Seid bitte wirklich vorsichtig«, wisperte der Hobbit, »und so still, wie ihr nur sein könnt. Kann sein, dass kein Smaug dort unten liegt, aber es kann auch sein, dass er doch dort liegt. Wir wollen keine überflüssigen Gefahren eingehen.« Tief, tief hinabschlichen sie. Natürlich konnten sich die Zwerge, was Lautlosigkeit angeht, nicht mit dem Hobbit vergleichen. Sie schnauften und scharrten, und der Widerhall vervielfältigte die Geräusche auf schreckliche Weise. Aber wenn Bilbo dann und wann aus Furcht stehen blieb und lauschte, nichts rührte sich dort unten. Kurz vor dem Stollenende, so gut er das abschätzen konnte, streifte Bilbo den Ring an seinen Finger und ging voraus. Aber es war gar nicht nötig, die Finsternis war vollkommen. Alle waren unsichtbar, mit Ring oder ohne Ring. Die Finsternis war in der Tat so schwarz, dass, als der Hobbit unerwartet den Stollenausgang erreichte, er mit den Händen in die Luft griff, vorwärts stolperte und längelang hinab in die Halle rollte. Da lag er nun mit dem Gesicht auf dem Boden und wagte nicht aufzustehen oder auch nur zu atmen. Aber nichts rührte sich. Kein Lichtschimmer war zu sehen. Und doch schien ihm, als er schließlich den Kopf hob, als ob dort etwas Bleiches und Weißes schimmerte, über ihm, weit fort in der Dunkelheit. Sicherlich war es kein Drachenfeuer, obgleich der Gestank des Lindwurms noch schwer in der Halle stand und Bilbo den Drachendunst auf der Zunge schmeckte. Schließlich konnte es Mr. Beutlin nicht länger ertragen. »Verdammter Smaug, elender Wurm«, quietschte er laut. »Hört auf, Verstecken zu spielen. Gebt mir Licht, und dann fresst mich, wenn ihr mich fangen könnt.« Schwach lief das Echo durch die unsichtbare Halle, aber eine Antwort erhielt Bilbo nicht. Er stand auf und wusste nicht, in welche Richtung er gehen sollte. »Jetzt möchte ich aber doch wissen, was in aller Welt Smaug treibt«, sagte er. »Ich glaube, Smaug ist heute nicht zu Hause. Wenn Oin und Gloin ihre Zunderbüchsen nicht verloren haben, könnten wir vielleicht ein bisschen Licht machen und uns umschauen, ehe sich das Glück wendet.« »Licht«, schrie er, »kann jemand Licht machen?« Die Zwerge hatten sich natürlich furchtbar erschrocken, als Bilbo mit einem Bums über die Stufe hinab in die Halle gefallen war, und sie saßen eng aneinander gedrückt am selben Fleck, wo er sie verlassen hatte. »Psst«, zischten sie, als sie seine Stimme hörten. Und obgleich ihm dies half, festzustellen, wo sie waren, blieb es das Einzige, was er aus ihnen herausbringen konnte. Aber schließlich, als er auf den Boden stampfte und wütend mit seiner schrillen Stimme »Licht!« schrie, gab Thorin nach. Oin und Gloin wurden zurück zum Gepäck an den Anfang des Stollens geschickt. Nach einer Weile zeigte ein flackernder Schein ihre Rückkehr an. Oin hatte einen kleinen Kienspan in der Hand und Gloin trug ein ganzes Bündel unter dem Arm. Rasch trottete Bilbo zur Schwelle zurück und nahm die Fackel in Empfang. Doch konnte er die Zwerge nicht dazu überreden, auch die anderen Kienspäne anzuzünden oder zu ihm herunterzukommen. Wie Thorin vorsichtig auseinandersetzte, war Mr. Beutlin offiziell noch immer ihr Meisterdieb und Kundschafter. Wenn er es für richtig hielt, ein Licht zu riskieren, so war das seine Sache. Sie würden droben im Stollen auf seinen Bericht warten. Die Zwerge sahen, wie der kleine dunkle Umriss des Hobbits, der sein spärliches Licht hoch über sich hielt, in die Halle ging. Dann und wann, als er noch nahe genug war, konnten sie einen Schimmer erhaschen oder ein leises Klingen erlauschen, wenn er über irgendetwas Goldenes stolperte. Das Licht wurde immer kleiner, während er tiefer in die riesige Halle wanderte. Dann begann es aufzusteigen und in der Luft zu tanzen. Bilbo war dabei, den großen Schatzberg zu erklimmen. Bald stand er auf der Spitze und noch immer ging es weiter. Jetzt sahen die Zwerge, wie er anhielt und sich kurz niederbeugte, aber den Grund kannten sie nicht. Es war der Arkenjuwel, das Herz des Berges. Bilbo erriet es aus Thorins Beschreibung. Wirklich, zwei solche Edelsteine konnte es nicht geben, selbst in einem so wunderbaren Schatz nicht, nicht in der ganzen Welt. Die ganze Zeit schon hatte dieser weiße Schein vor Bilbo geleuchtet und seine Schritte zu sich hingelenkt. Langsam wurde er zu einer kleinen, bleich leuchtenden Kugel. Und jetzt, da er näher kam, brach sich das schwankende Licht seiner Fackel in dieser Kugel, die in mannigfaltigen Farben aufblitzend funkelte. Endlich blickte Bilbo auf sie hinab und es verschlug ihm den Atem. Vor seinen Füßen leuchtete der große Edelstein im eigenen inneren Licht. Und doch nahm der Juwel, der von den Zwergen vor langer, langer Zeit aus dem Herzen des Berges ausgegraben, geschnitten und geschliffen worden war, jeden Strahl auf, der auf ihn fiel, und verwandelte ihn in 10.000 Funken weißen Glanzes, durchsetzt mit regenbogenfarbigem Glitzern. Plötzlich streckte Bilbo, von seinem Zauber angezogen, den Arm nach ihm aus. Seine kleine Hand konnte ihn nicht umschließen. Es war ein großer und schwerer Juwel, aber er hob ihn auf, schloss die Augen und versenkte ihn in seine tiefste Tasche. »Nun bin ich in der Tat ein Dieb«, dachte er. »Zwar irgendwann muss ich es den Zwergen einmal erzählen, aber das hat ja Zeit. Sie haben doch selbst gesagt, dass ich mir meinen Anteil heraussuchen sollte. Nun, wenn ich die Wahl hätte, würde ich dies hier nehmen und ihnen den ganzen Rest überlassen.« Dennoch hatte er das unangenehme Gefühl, dass sich das Heraussuchen durchaus nicht auch auf diesen wunderbaren Juwel erstrecken sollte und dass er damit noch Ärger haben würde. Bilbo ging weiter. Er stieg die andere Seite des großen Schatzberges hinab und der Schimmer seiner Fackel verschwand aus dem Gesichtskreis der wartenden Zwerge. Aber bald sahen sie ihn weit in der Ferne wieder. Bilbo wanderte zur anderen Seite der Halle hinüber. Er ging, bis er zu den großen Toren auf der anderen Seite kam, und dort erfrischte ihn ein Luftzug, der jedoch um ein Haar sein Licht ausgeblasen hätte. Zaghaft spähte er durch die Tore und erblickte große Gänge und den undeutlichen Anfang breiter Treppen, die hinauf in die Finsternis führten. Und noch immer hatte er nichts von Smaug gesehen oder gehört. Gerade wollte er umkehren, als ein schwarzer Schatten auf ihn herabschoss und sein Gesicht streifte. Bilbo schrie auf und fuhr zurück, strauchelte und schlug hin. Die Fackel fiel ihm aus der Hand und erlosch. »Bloß eine Fledermaus, hoffe und vermute ich«, dachte er jämmerlich. »Aber was mache ich jetzt? Wo ist Osten, Süden, Norden und Westen?« »Thorin! Balin! Oin, Gloin, Fili, Kili!« schrie er, so laut er nur konnte. In der weiten, dichten Schwärze war es nur ein schwaches, kleines Geräusch. »Hilfe! Das Licht ist ausgegangen! Einer soll herkommen und mir helfen!« Zur Zeit hatte ihn all sein Mut verlassen. Schwach in der Ferne hörten die Zwerge seine Schreie. Das einzige Wort, das sie verstanden, war »Hilfe!« »Was im Himmel, auf der Erde oder unter ihr ist passiert?«, sagte Thorin. »Um den Drachen kann es kaum gehen, sonst würde er jetzt nicht weiterschreien.« Sie warteten einen Augenblick oder zwei, und noch immer konnte man kein Drachenrumoren hören. Nichts, kein Geräusch, nur Bilbos ferne Stimme. »Kommt, einer von euch holt ein anderes Licht«, befahl Thorin. »Es scheint, wir müssen unserem Meisterdieb helfen.« »Ja, jetzt ist die Reihe an uns«, sagte Balin, »und ich bin gern bereit zu gehen. Außerdem ist im Augenblick sicher keine Gefahr zu befürchten.« Gloin entzündete einige Fackeln, und dann krochen sie alle hinaus, einer nach dem anderen, und eilten, so schnell es ging, an der Wand der Halle entlang. Es dauerte auch nicht lange, bis sie Bilbo trafen, der ihnen entgegenkam. Seine Lebensgeister waren wieder erwacht, sobald er das Blinken ihrer Lichter entdeckt hatte. »Bloß eine Fledermaus und eine verlöschte Fackel, nichts von Belang«, antwortete er auf ihre Fragen. Obgleich sie doch sehr erleichtert waren, hätten sie ihn am liebsten ausgeschimpft, weil er sie wegen einer Nichtigkeit in Schrecken versetzt hatte. Aber was sie erst gesagt hätten, wenn er ihnen in diesem Augenblick vom Arkenjuwel berichtet hätte, das weiß der liebe Himmel. Die flüchtigen Blicke, die sie auf den Schatz werfen konnten, hatten das Feuer in ihren Zwergenherzen neu entfacht. Und wenn das Herz eines Zwerges, selbst des ehrwürdigsten und ordentlichsten, durch Gold und Edelsteine einmal entflammt ist, so wird es kühn und kann sogar grimmig werden. Man brauchte die Zwerge nicht länger zu drängen. Da sie die Chance einmal hatten, brannten sie richtig darauf, die Halle auszukundschaften. Und für den Augenblick waren sie bereit zu glauben, dass Smaug nicht zu Hause war. Jeder nahm eine brennende Fackel, und dann irrten ihre erstaunten Blicke erst nach der einen Seite und dann nach der anderen. Sie vergaßen ihre Angst, vergaßen jegliche Vorsicht, laut sprachen sie, riefen einander zu, hoben die alten Schätze aus dem großen Durcheinander auf oder hingen sie von der Wand ab, hielten sie ins Licht und streichelten sie zärtlich. Fili und Kili waren besonders guter Laune, denn sie fanden noch zahlreiche goldene Harfen, die mit Silbersaiten bespannt waren. Sie nahmen sie von der Wand und spielten darauf. Und da es Zauberharfen waren, waren sie noch immer richtig gestimmt. Eine wunderbare Melodie, die hier schon lange nicht mehr erklungen war, erfüllte die dunkle Halle. Aber die meisten Zwerge waren praktischer veranlagt. Sie sammelten Edelsteine, stopften sie in ihre Taschen, und was sie nicht tragen konnten, ließen sie mit einem Seufzer wieder aus der Hand fallen. Thorin war dabei nicht der Letzte, aber unentwegt suchte er an allen Enden etwas, das er nicht finden konnte. Es war der Arkenjuwel, doch vorerst sprach er zu niemandem darüber. Die Zwerge nahmen jetzt Panzer und Waffen von den Wänden und rüsteten sich. Thorin sah königlich aus in seinem vergoldeten Kettenhemd. Im Gürtel, der mit scharlachfarbenen Edelsteinen besetzt war, trug er eine Axt mit silbernem Stiel. »Mr. Beutlin«, rief er, »hier ist die erste Rate eurer Belohnung. Werft euren alten Rock fort und zieht diesen hier an.« Damit legte er Bilbo ein kleines Kettenhemd an, das vor langer Zeit für einen jungen Elbenprinzen angefertigt worden war. Es bestand aus Silberstahl, den die Zwerge Mithril nannten. Dazu gehörte ein Gürtel, der mit Perlen und Kristallen bestickt war. Ein leichter Lederhelm, verstärkt durch Stahlreifen, reich geprägt und am Rand mit weißen Edelsteinen besetzt, wurde dem Hobbit auf den Kopf gestülpt. »Ich fühle mich großartig«, dachte Bilbo. »Aber komisch sieht es bestimmt aus. Wie würden sie zu Hause über mich lachen? Trotzdem, es wäre schön, wenn ich jetzt einen Spiegel zur Hand hätte.« Wie dem auch sei, Mr. Beutlin behielt einen klaren Kopf und ließ sich nicht wie die Zwerge vom Gold verzaubern. Lange ehe seine Gefährten aufhörten, die Schätze zu untersuchen, war er es leid geworden. Er setzte sich auf den Boden, unruhig, was diese Herumwühlerei für ein Ende nehmen sollte. Für einen kühlen Trunk aus Beorns hölzernen Humpen würde ich ein Gutteil dieser kostbaren Kelche hingeben, dachte er. »Thorin«, rief Bilbo, »was jetzt? Wir sind zwar bewaffnet, was vermag aber eine Rüstung gegen Smaug, den Schrecklichen? Dieser Schatz ist noch lange nicht zurückgewonnen. Wir sollten uns jetzt nicht um den Schatz kümmern, sondern um einen Fluchtweg. Wir haben unser Glück schon zu lange auf die Probe gestellt.« »Ihr sprecht die Wahrheit«, antwortete Thorin und kam wieder zu Verstand. »Wir wollen gehen. Ich werde euch führen. Nicht in 1000 Jahren werde ich die Wege in diesem Palast vergessen.« Dann rief er die anderen. Sie sammelten sich, und während sie ihre Fackeln hoch über den Kopf hielten, durchschritten sie die offenen Tore. Aber sie schauten noch oft genug mit sehnsüchtigen Blicken zurück. Ihre glitzernden Rüstungen hatten sie mit ihren alten Mänteln bedeckt, ihre bunten Helme mit den zerlumpten Kapuzen. So folgten sie Thorin, eine Kette von kleinen Lichtern in der Finsternis, hielten oft vor Furcht an und lauschten, ob nicht ein Geräusch die Rückkehr des Drachen anzeigte. Obgleich aller Wandschmuck längst vermodert und zerstört war, besudelt und durch das Kommen und Gehen des Untiers verbrannt, kannte Thorin doch jeden Durchgang und jede Wegkehre. Sie stiegen lange Treppen hinauf, wandten sich und gingen weite, widerhallende Gänge hinab, wandten sich wieder und erstiegen andere Treppen und immer neue Treppen. Sie waren glatt und sauber in den Fels gehauen, breit und angenehm zu gehen. Immer höher hinauf stiegen die Zwerge und stießen auf kein Zeichen von Lebendigem, ausgenommen flüchtige Schatten, die beim Nahen ihrer im Luftzug flackernden Fackeln davonschwirrten. Allerdings waren die Treppenstufen nicht für Hobbitbeine gemacht, und Bilbo fühlte schon, dass er bald nicht mehr weiter konnte. Da hob sich die Decke, und es öffnete sich ein Gewölbe, das der Lichtschein der Fackel nicht mehr erreichte. Man konnte einen weißen Schimmer entdecken, der durch eine Öffnung hoch droben hereindrang. Die Luft schien frischer. Vor ihnen zeigte sich hinter großen Toren, die halb verbrannt waren und schief in den Angeln hingen, ein schwaches Licht. »Dies ist Thrors große Halle«, sagte Thorin, »die Fest- und Ratshalle. Jetzt ist das Haupttor nicht mehr weit.« Sie durchschritten den verwüsteten Raum. Verrottete Tische, Stühle und Bänke lagen umgestülpt, verkohlt und verfault da. Schädel und Gebeine vermoderten zwischen Weinkrügen, Humpen, zerbrochenen Trinkhörnern und Staub. Als sie am anderen Ende einige weitere Türen durchschritten hatten, drang das Geräusch fließenden Wassers an ihre Ohren, und das graue Licht wurde plötzlich heller. »Der Ursprung des eiligen Wassers«, sagte Thorin. »Von hier aus läuft es zum Haupttor. Folgen wir ihm.« Aus der dunklen Öffnung einer Felswand sprang sprudelndes Wasser und strömte in Strudeln durch einen engen Kanal, der in alten Tagen durch kenntnisreiche Hände gerade und tief in den Stein gehauen worden war. Neben ihm lief ein gepflasterter Weg, der so breit war, dass mehrere Leute nebeneinander auf ihm gehen konnten. Diesen Weg eilten sie entlang, folgten einer großen Kurve, und plötzlich sahen sie weit flutendes Tageslicht vor sich. Ein hoher Rundbogen erhob sich, an dem noch Überreste alten Schnitzwerks zu erkennen waren, so verwittert, zersplittert und geschwärzt es auch sein mochte. Matte Sonne schimmerte draußen über den ausgreifenden Flanken des Berges, goldene Strahlen fielen auf das Pflaster der Torschwelle. Über ihnen flatterte ein Schwarm Fledermäuse, den die rauchenden Fackeln aufgeschreckt hatten. Als sie hinausliefen, glitten ihre Füße auf den Steinen aus, die durch das Ein- und Ausfliegen des Drachen glatt und glitschig geworden waren. Vor ihnen stürzte mit mächtigem Rauschen das Wasser zu Tal. Sie warfen ihre blassen Fackeln auf den Boden und starrten mit geblendeten Augen ins Licht. Das Haupttor war erreicht. Draußen vor ihnen lag Dall. »Erstaunlich«, sagte Bilbo. »Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass ich einmal meine Nase aus diesem Ausgang stecken könnte. Und nie hätte ich geglaubt, dass es so herrlich sein würde, die Sonne wiederzusehen und den Wind im Gesicht zu spüren. Aber dieser Wind ist kalt.« Und so war es in der Tat. Eine schneidend scharfe Brise wehte aus Ost, eine stumme Drohung des nahenden Winters. Der Wind wirbelte über und um die Bergflanken herum ins Tal hinab und seufzte zwischen den Felsen. Nach den langen Tagen und Nächten in der Treibhauswärme der vom Drachen heimgesuchten Höhle zitterten sie nun in der Sonne. Plötzlich merkte Bilbo, dass er nicht nur müde, sondern auch außerordentlich hungrig war. »Es scheint«, sagte er, »der Morgen geht vorüber und es dürfte längst Frühstückszeit sein, wenn überhaupt von einem Frühstück die Rede sein kann. Aber ich glaube nicht, dass Smaugs Torschwelle der sicherste Platz für eine geruhsame Mahlzeit ist. Bitte, gehen wir irgendwo hin, wo wir für ein Weilchen ruhig sitzen können.« »Sehr richtig«, entgegnete Balin, »und ich denke, ich weiß auch den Weg, den wir nehmen sollten. Der alte Ausguckposten auf der südwestlichen Seite des Berges wäre der richtige Platz für uns.« »Wie weit ist das?« fragte der Hobbit. 5 Stunden Weg, nehme ich an. Es wird sich schwer gehen. Der Pfad vom Haupttor am linken Ufer entlang scheint aufgebrochen zu sein wie ein Sturzacker. Doch schaut her, von der zerstörten Stadt wendet sich der Fluss plötzlich nach Osten. An diesem Punkt gab es einmal eine Brücke hinüber zu den sehr steilen Felsstufen, die hinauf aufs rechte Ufer führten und weiter zu dem Weg nach dem Rabenberg. Dort gibt es einen kleinen Pfad, der von diesem Weg abzweigt und sich zum Ausguck hinaufwindet. Eine harte Kletterei, selbst wenn die alten Stufen noch da sind.« »Du lieber Himmel«, stöhnte der Hobbit, »noch mehr Klettern und noch mehr Laufen und alles ohne Frühstück. Ich möchte bloß wissen, wie viel Frühstücke und andere Mahlzeiten wir in diesem finsteren, uhren- und zeitlosen Loch übergangen haben.« Genau gesagt waren 2 Nächte und 1 Tag verstrichen, seit der Drache die verwunschene Tür zerschmettert hatte. Aber Bilbo hatte die Zeitrechnung ganz und gar verloren. Ob es nun eine Nacht oder eine ganze Woche Nacht gewesen war, für Bilbo blieb es das Gleiche. »Kommt«, sagte Thorin und lachte. Seine Lebensgeister waren wieder erwacht, und er klimperte vergnügt mit den Juwelen in der Tasche. »Nennt meinen Palast nicht ein finsteres Loch. Wartet bloß, bis er gereinigt ist und neu geschmückt.« »Das wird gewiss nicht vor Smaugs Tod sein«, sagte Bilbo düster. »Inzwischen, wo mag er stecken? Ich gäbe ein gutes Frühstück dafür, wenn ich es wüsste. Hoffentlich hockt er nicht oben auf dem Gipfel und glotzt auf uns herunter.« Dieser Gedanke störte die Zwerge sehr, und sie sahen schnell ein, dass Bilbo und Balin recht hatten. »Wir müssen weg von hier«, sagte Dori. »Mir kommt es so vor, als bohrten sich Smaugs Blicke in meinen Rücken.« »Ein kalter, einsamer Platz«, bemerkte Bombur. »Zu trinken gibt es vielleicht etwas, aber zu essen keine Spur. Eine solche Gegend macht auch einen Drachen hungrig.« »Kommt! Los«, riefen die anderen, »wir wollen Balins Pfad nehmen.« So stolperten sie zwischen den Blöcken am linken Flussufer weiter. Rechter Hand war die Felsmauer pfadlos, und die Leere und Verwüstung ernüchterten sogar Thorin wieder. Die Brücke, von der Balin gesprochen hatte, fanden sie längst verfallen, und die meisten Brückensteine lagen als glatt geschliffene Blöcke im seichten, brausenden Fluss. Aber ohne große Schwierigkeit konnten sie das Wasser durchwaten. Sie fanden die alten Felsstufen und erkletterten das hohe jenseitige Ufer. Nachdem sie ein kurzes Stück gegangen waren, stießen sie auf den alten Weg und erreichten bald einen tiefen, von Felsen geschützten Einschnitt. Da rasteten sie und hatten endlich ihr Frühstück, so gut das ging, hauptsächlich Kram und Wasser. Wenn ihr nicht wisst, was Kram ist, so kann ich nur sagen, dass ich das Rezept zwar ebenfalls nicht kenne, aber es ist etwas Zwieback-ähnliches. Es hält sich unendlich lange frisch, schmeckt nach nichts, soll sehr kräftigend sein, ist aber gewiss nichts Aufregendes. Im Gegenteil, es ist eigentlich zu nichts anderem nütze als zur Übung der Kauwerkzeuge. Die Menschen vom See stellten es für lange Reisen her. Danach ging es weiter. Der Weg wandte sich westwärts, verließ den Fluss, und die breite Schulter des nach Süden weisenden Bergvorsprungs rückte immer näher. Endlich erreichten sie den Bergpfad, er kletterte steil aufwärts. Einer kraxelte langsam hinter dem anderen, bis sie schließlich am späten Nachmittag den Grat erreichten und die winterliche Sonne im Westen untergehen sahen. Sie entdeckten eine flache Stelle, offen nach 3 Seiten, aber im Norden wurde sie durch eine Felsmauer geschützt, in der sich eine türähnliche Öffnung befand. Von dieser Tür aus hatte man einen weiten Rundblick nach Osten, Süden und Westen. »Hier«, sagte Balin, »hielten sich in alten Tagen unsere Wachtposten auf. Die Tür dort hinten führt in eine aus dem Felsen gehauene kleine Halle, die als Wachraum diente. Es gab mehrere solche Plätze rund um den Berg. Aber in jenen Tagen des Glücks schien Wachsamkeit verlorene Mühe zu sein. Die Posten wurden bequem, sonst wären wir vielleicht früher vor dem Drachen gewarnt worden und alles wäre anders gelaufen. Immerhin, hier sind wir für eine Weile in guter Deckung. Wir sehen viel und werden selbst nicht gesehen. Das nützt nichts, wenn man beobachtet hat, wie wir hergekommen sind«, bemerkte Dori, der immer hinauf zum Berggipfel schielte, als ob er Smaug dort oben wie einen Hahn auf der Kirchturmspitze vermutete. »Wir müssen unser Glück versuchen«, entgegnete Thorin. »Heute können wir sowieso nicht weiter.« »Hört, hört«, schrie Bilbo und warf sich auf den Boden. In der Wachhalle gab es Platz für 100. Dahinter lag noch eine andere, kleinere Kammer, weiter fort von der kalten Außenseite. Sie war völlig verlassen, selbst wilde Tiere hatten sie, seit Smaug gekommen war, nicht mehr benutzt. Hier setzten sie ihr Gepäck ab. Einige warfen sich hin und schliefen sogleich ein, aber die anderen kauerten sich in der Nähe der Außentür nieder und berieten ihre Pläne. In all ihren Gesprächen kamen sie jedoch immer wieder auf die Frage zurück, wo war Smaug? Sie schauten nach Westen, und dort war kein Zeichen von ihm zu entdecken, im Osten keines, im Süden keines. Aber im Süden sammelte sich eine große Schar Vögel, die Zwerge starrten auf sie hin und wunderten sich. Aber als die ersten kalten Sterne heraufzogen, hatten sie den Grund für diese Versammlung noch immer nicht verstanden.